Hallo, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Fahrschulkritik und heute geht es um die Superheldenvereinigung in diesem Szenenjahr. Es geht um Marvel's The Defenders. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist treten gegen einen gemeinsamen Feind ein. Zuvor wurden sie in Einzelserien vorgestellt. Daredevil und Jessica Jones gibt es ja auch auf DVD und Blu-ray. Die anderen beiden lassen noch auf sich warten, aber auf Netflix ist alles abrufbar. Wie auch Marvel's The Defenders am 18.08. starten die 8 Episoden, das ist ja so eine Miniserie, keine Ahnung, ob es da noch eine zweite Staffel gibt, aber widmen wir uns der ersten Staffel. Tja, sie treten gegen die Sinister Alexandra an, gespielt von Sigourney Weaver und die hat es auf die mystische Stadt Kalun abgesehen, die kennen wir aus Iron Fist und steht auch mit der Verbrecherorganisation Die Hand in engem Kontakt. Tja, ich muss sagen, ich bin großer Fan von Daredevil und Jessica Jones, sie hatten so einen richtig anderen Stil, dreckig und martialisch. Hier Defenders, die Serie sucht so ein bisschen nach ihrem Stil. Zumal geht das Ganze auch erst in der dritten, vierten Folge, gerät das richtig in Wallung. Bis dahin haben wir einige Längen und wer die Einzelserie nicht kennt, der wird hier auch seine Probleme haben. Aber Sigourney Weaver als Bösewicht ist wirklich eine Bank. Beste Marvel-Bösewicht, finde ich, seit Loki. Schade, dass hier nicht auf der großen Leinwand zu sehen ist, aber auch hier in Serienform auf jeden Fall sehenswert. Schon allein deswegen lohnt es sich bei The Defenders einmal reinzugucken. Und Ende des Jahres startet hier auch noch The Punisher. Und darauf bin ich mal ganz gespannt. Geht dann auch erst auf Netflix auf Sendung. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei Marvel's The Defenders. Lohnt sich, bis auf ein paar Abstriche, hatte ich gesagt, aber viel Spaß. Tschüss.